Und Präsentation ab. Das ist also mein Thema, Ziel und Aufgabe von der Siedlungs-, von der, nicht der Siedlungsförderung, sondern von der Naturförderung im Siedlungsraum. Oder ein bisschen anders gefragt, wer ist denn Siedlungsnatur, warum ist sie so wichtig und wer muss was? Also, was ist Siedlungsnatur? Es tönt ja nur auf den ersten Blick nach einem Gegensatz Siedlung und Natur. Wir alle wissen, dass Siedlung ganz viel Natur kann enthalten und dass in unserem dicht besiedelten Land eben der Naturanteil im Siedlungsraum immer wichtiger wird. Ich glaube, mit diesen Bildern, die ich euch da zur Einstimmung zeige, muss ich nicht euch überzeugen, aber ich möchte euch ein bisschen Beispiele zeigen, die ihr könnt mitnehmen könnt, um eure Gesprächspartner überzeugen und vielleicht da und dort den Fokus auf eine Ecke richten mit euch zusammen, wo man gar nicht so wie auf den ersten Blick Siedlungsnatur suchen oder finden. Das ist etwas ganz offensichtlich. Da hat der Hausmeister seit langen Jahren die Margrit stehen beim Rasenmähen und das gibt dann im Frühling eine wunderschöne, riesengroße Blumenwiese. Man kann das auch viel stärker designen, gestalten. In Räumlang muss ein Gestaltungsplan immer 20% naturnähe Grünfläche liefern. Und da hat man das so gelöst, dass man so eine Ruderalfläche angesagt hat, nebendran aber der Rasen und sogar der Steingarten noch Platz hat. Aber es ist natürlich viel besser als vieles, was man so kann beobachten kann. Dann gibt es die alte, reife Siedlungsnatur, das Friedhofportal mit Efeu überwuchert, hinten dran grosse Bäume, auch das ist Siedlungsnatur. Oder ein Spielplatz, wo eben eine Haufen Natur kann, mitleben kann. Ganz wichtig in der Siedlung unter dem Naturaspekt sind die Bäume. Da haben wir eine junge Allee und da geht es noch viele, viele Jahre, bis die wirklich einen ökologischen Wert wird haben. Bis die Bäume dann mächtig gross und von Efeu überwachsen, wirklich Natur liefern. Etwas Ähnliches sind begrünte Fassaden. Auch die brauchen natürlich Zeit zum Reifen. Das sind so die übersehenen Ecken, der Parkplatz, wo nur gekieset ist und vom Rand her sogar die Hornklee-Teppich reinwachsen können. Das sind die kleinen, feinen Ecken. Und auch da gibt es dann das gestaltete Pendant dazu. Das ist die Glattalbahn in Oerlikon, Zürich. Da hat man wirklich in meinem Rücken, wo ich die Foto aufgenommen habe, fährt das Tram. Und da hat man wirklich auf einer riesengroßen Fläche das breite Tramtrasse mit der bunten Blumenwiese-Mischung angesagt. So etwas geht auch auf ganz kleinen Ecken. Irgendeine Restfläche zwischen Strasse und Personenunterführung, statt dass man sie auch noch zupflastert oder als Rabatte gestaltet, ist es einfach ein Kiesplatz geblieben, wo man dann angesagt hat. Und dann gibt es eben auch so Sachen. Das ist ein Umspannwerk von der SBB in Rapperswil-Jona. Grosse Grünflächen, die einfach noch mitgehen, wenn die Infrastruktur fertiggestellt ist, wo man etwas daraus machen kann oder auch eine Chance verpassen. Dann hat es am Bahndamm nahe am Bahnhof ein Mäuerli, wo da die Eidechsen, da sind jetzt Maureidechsen, ihren Lebensraum haben. Und dann gibt es natürlich die Art von Siedlungsnatur, Gebäudebrüter. Da haben wir einen Spezialfall von Gebäudebrütern, aber der Hauptfokus wird auf die Mursägler richten, die um die Störche herumfielen. Und die Mursägler sind natürlich auch künftig darauf angewiesen, dass sie brüten in unseren Stadtgebäuden. Und im Zuge der Energiesanierungen sind die Brutplätze sicher in den nächsten Jahren gefördert. Da müssen wir aktiv dagegen haben, dass auch in der Stadt von 2050, sagen wir mal, Mursägler, Mehlschwalben und Fledermäuse noch werden Platz haben. Und dann gibt es den Aspekt von der Siedlungsnatur, das ist die Pflege. Da haben wir so einen, wie sagt man dem, so Verbundsteinbelag und aus der Ritze quillt Siedlungsnatur. Man muss ein bisschen näher am Boden gehen, um sie gut zu sehen. Aber es ist klar, das ist ein Unterschied, als wenn da der Unterhaltsdienst mit der Pestizidspritze vorbeigegangen wäre. Und das gleiche Thema gilt eben auch in den Gärten. Da ist es ein Familiengarten in einer grösseren Stadt. Aber jeden Einfamilienhausgarten, jeden Quartiergarten
macht natürlich einen Unterschied, ob man dort pestizidreich oder pestizidfrei gärtnern tut. Ein riesengroßes Potenzial liegt im Unterschied. Und dann gibt es noch zum Schluss den Aspekt, das Licht in der Siedlung. Weniger ist häufig mehr. Wir haben links ein Glühwürmchen. Das ist nicht ein Foto von mir, aber wir haben in Rapperswil-Jona, wo ich unterwegs bin, Glühwürmchen am Bahnport, mitten in der Siedlung. Und die brauchen natürlich mindestens relative Dunkelheit, dass sie überhaupt von den fliegenden Männchen dann gefunden werden, die leuchtenden Weibchen. Und rechts im Bild der Skiwerfer, Nachtbeleuchtung, die man auf der Langzeitaufnahme sieht, wie viele Insekten da angezogen werden und eben in die Irre geleitet werden. Also Licht oder Lichtverschmutzung als Aspekt von der Siedlungsnatur. So, das wäre da so ein bisschen der Bilderreigen gewesen. Jetzt gehen wir in die Materie. Warum Biodiversitätsförderung im Siedlungsgebiet? Da zitiere ich Uta Eser und ihre Mitautoren, die für die nationale deutsche Strategie zur biologischen Vielfalt ethische Argumentationslinien erarbeitet hat. Die gelten bei ihr generell fürs Land, aber man kann die ganz eindeutig auch für die Siedlungsnatur anwenden. Sie sagen, es ist klug, es macht glücklich und es ist gerecht. Ich habe jetzt da noch ergänzt, es schenkt ein und es geht wirklich leicht. Fangen wir an. Warum ist es klug? Siedlungsnatur dämpft das Stadtklima, wo im Winter kalt und rauch, aber vor allem im Sommer heiß und trocken ist. Es lässt Versickerung zu und spart durch das und andere Aspekte dann letztlich sogar Kosten. Gehen wir da noch ein bisschen ins Detail rein. Also wir haben Grünflächen im Stadtraum, wo eben Wärme dämpft. Wenn es heiß ist in der Stadt, dann tut alles belebte Grün tut Wasser verdampfen, Bäume werfen Schatten und all das trägt dazu bei, dass Hitzestau gemindert wird. Ich habe hier ein Bild, eine Wärmeaufnahme oder eine Wärmemodellierung von der Stadt Basel. Man sieht im Zentrum die Zone, wo es 19 bis 20 Grad angibt, die roten und braunen Flächen und außen am Rand, links unten im Ecke, der Zolli, der Basler Zoo, wo dann 6 oder 7 Grad kühlere Temperaturen angibt. Also das ist natürlich dort, wo es sehr viele Bäume hat. Und nicht ganz so gross ist selbstverständlich der Effekt, wenn man eine Allee anpflanzt, aber das Thema ist wirklich im Mainstream angekommen. Das ist die Initiative von der Grünen Partei, wo heute im Tagi erläutert wird, was die 10 Millionen Bäume, die sie wollen, pflanzen bringen. Der Tagi-Artikel kommt zum Fazit, das bringt zwar für das CO2-Problem ein bisschen etwas, aber vor allem ist es total wichtig, eben für das Stadtklima, für das Lokalklima. Und im Gleichen, auch in der heutigen Ausgabe, ein Artikel aus der Zürcher städtischen Richtplandebatte, wo es darum geht, dass man mit unglaublich viel, was haben sie gesagt, Dutzende von Park neu anlegen oder vergrössern. Auch da geht es darum, dass man mit mehr Natur im Siedlungsraum, konkret viel mehr Bäume, eben das heisse Klima dämpfen. Dann der zweite Aspekt, den ich aufgezählt habe, Siedlungsnaturfläche als Versickerung. Wir haben viel zu viele versiegelte Flächen in der Siedlung. Das heisst, dort geht Wasser verloren. Das Wasser belastet nachher entweder im guten Fall die Bach und Flüsse und führt dort zu höheren Hochwasserspitzen. Im schlechteren Fall landet sogar auf der Kläranlage und wird dort aufwendig gereinigt, obwohl es vorher schon sauber gewesen wäre. Wenn man das Wasser versickern lässt, dann steht es nachher wieder zur Rückverdunstung zur Verfügung und auch das tut dann Siedlungsklima dämpfen. Das ist etwas, was unter dem Titel Sponge City oder Schwammstadt wirklich auch in der Planung angekommen ist. Und der dritte Punkt, da gehe ich nicht im Detail darauf ein, man kann Kosten sparen mit
naturnähe Gestaltung in der Siedlung unten durch. Das ist mir etwas Wichtiges, der indirekte Nutzen. Wenn man Bäume pflanzt, dann kann man zuerst einmal nicht Kosten sparen, sondern es ist teuer, eine Baumgrube zu machen, die einen Stadtbaum überleben lässt. Der Baum muss Jahre, Jahrzehnte lang gepflegt werden, bis er sich wirklich entfaltet und etwas beiträgt. Das alles kostet Geld. Und das Gegenprodukt, die saubere Luft, das dämpfte Stadtklima, das ist viel, viel schwieriger zu quantifizieren. Und das ist halt dann im Umgang mit Entscheidungsträgern manchmal eine harte Debatte, bis man jemanden überzeugen kann von dem indirekten materiellen Nutzen. Da kommt der immaterielle Nutzen dazu, wo ich da den Satz fertig zu schreiben vergessen. Also das, was dann ans Herz geht, oder die Siedlungsnatur, die uns eben auch wohltut, wo ja noch viel, viel schwieriger zu bemessen ist. Ich habe es angedeutet, all diese Sachen sind wirklich angekommen in der konkreten Planung. Da blende ich die Planungshilfe Grün- und Freiflächen ein, wo man im Netz herunterladen kann. Ich habe ganz am Schluss vom Vortrag 3 Seiten Links, wo ihr dann das alles findet, was ich da zitiere, und noch ein paar Sachen mehr. Lustig ist, dass die Broschüre unter der Energie Schweiz läuft. Also das ist nicht jetzt irgendwie an der Biodiversität aufgehängt, sondern wirklich am Energiethema. Siedlungsnatur macht glücklich. Selbstverständlich profitieren Tiere und Pflanzen davon, wenn man mehr Natur schafft in der Siedlung. Aber sie tut eben auch uns Menschen gut. Schauen wir ein bisschen näher an. Der Amselgückel, der findet es natürlich toll, wenn man im Quartier ein paar Schlehdornbüsche pflanzt. Dann kann er im Frühling drin sein Nest sicher anlegen. Und im Winter hat es ganz lange noch Futter für ihn drin. Aber es liegt auf der Hand, wenn er jetzt in diesen Woche oben auf dem Baum sitzt und sein Lied singt, dann geht eben euer Herz auf. Und das ist nicht nur am Amselhahn dienend, sondern es ist wirklich auch für die Menschen eine Wohltat. Das ist messbar, die Wohltat. Die WSL hat vor glaube etwa 12 Jahren eine Umfrage gemacht, hat den Leuten Bilder vorgelegt und gefragt, ja, was gefällt euch am besten? Wo würdet ihr wollen wohnen? Und es ist die Oberziele, die die Leute anspricht. Also bis zu der sehr wilden rechten Abbildung, wo es nicht einmal mehr einen Weg hat, ist den Leuten wohler, wenn man ihnen das zeigt, als auf den unteren Bildern, wo relativ wenig Natur da ist, wo auch die Erschliessung wirklich eher dominiert und die Natur zurücktritt. Und ganz interessant ist eben eigentlich, dass die Leute sogar dann die naturnähe Situation schätzt, wenn sie nicht realisieren, dass das jemandem dient. Wenn man da schaut, die grauen Säulen, das ist jetzt also jemand, oder das, so haben die Leute die Flächen eingeschätzt, wenn sie nichts gewusst haben über Naturförderung, sondern nur das Bild und Wirkung auf sich angeschaut haben. Das Rote, da, wo das noch viel stärker zum Ausdruck kommt, das ist, wenn sie wissen, dass der Buntspecht profitiert von dieser Situation. Aber am interessantesten dünkt mich die blaue Säule. Die zeigt nämlich, wie die Leute reagieren, wenn sie erfahren, dass der unscheinbare Rüsselkäfer von dem profitiert. Also die Differenz zwischen Grau und Blau zeigt, wie viel mehr dass die Leute eine naturnähe Siedlungsumgebung schätzen, wenn sie nur schon erfahren, dass ein kleiner, unscheinbarer, bisher in einem völlig unbekannten Käfer profitiert. Also das ist nicht das, was man sucht, wenn man gefragt wird, wo irgendwie das Schild nicht betreten, zwar nicht da ist, aber man liest es trotzdem, sondern das gefällt den Leuten. Und auch da braucht es Pflege, dass das nicht Wildnis wird, dass es schön und anmächtig bleibt, da braucht es einen Unterhalt. Und das ist das, was man sucht, wenn man die Leute fragt. Das ist ein Einfamilienhausgarten, der sehr, sehr aufwendig gestaltet ist und wo die Besitzer auch mit ganz viel Liebe und viel Zeitaufwand pflegen, dass es so bleibt. Man sieht im Hintergrund den Weiher, also da hat es wirklich alles, was das Herz begehrt. Aber wie gesagt, es ist nicht ohne Unterhaltsaufwand zu haben, auch wenn es auf den allerersten Blick wie Wildnis daherkommt. Ich fasse zusammen. Ziel. Zu was brauchen wir mehr Siedlungsnatur? Sie führt zu einem angenehmeren Stadtklima, dämpft auch hydrologische Abflussspitzen. Sie
bietet Lebensraum für Tiere und Pflanzen, für eben typische Arten vom Siedlungsgebiet, und sie tut aber auch für uns Menschen lebenswerte Städte und Dörfer schaffen. Das Fazit kann man mit ein bisschen anderen Worten auch in der Biodiversitätsstrategie vom Bund lesen. Dort heisst es nämlich, dass die Biodiversität gefördert werden soll. Interessant ist die Jahrzahl, die da gestanden ist. Wird so gefördert, dass der Siedlungsraum zur Vernetzung von Lebensräumen beiträgt, dass siedlungsspezifische Arten erhalten bleiben und der Bevölkerung das Naturerlebnis in der Wohnumgebung und im Naherholungsgebiet ermöglicht wird. Jetzt ist es aber nicht nur gut, sondern es ist auch vorgeschrieben im Grunde genommen. Und da nochmal aus der Biodiversitätsstrategie. Das ist jetzt noch keine explizite gesetzliche Vorschrift. Da heisst es, bei der zunehmenden baulichen Verdichtung werden Grün- und Freiflächen immer mehr unter Druck geraten. Deshalb sollen die kantonalen und kommunalen Raumplanungsinstrumente dazu beitragen, Siedlungen so zu gestalten, dass sie sich dort entwickelnde Biodiversität quantitativ und qualitativ verbessert werden kann. Die Kantone und die Gemeinden, wie auch die privaten Akteure, tragen hier eine große Verantwortung. Also da wäre mal die Verantwortung adressiert und sie stützt sich sogar auf gesetzliche Grundlagen. Im Natur- und Heimatschutzgesetz steht schon seit Jahrzehnten, dass in intensiv genutzten Gebieten inner- und außerhalb der Siedlungen die Kantone für ökologischen Ausgleich sorgen. Also explizit auch innerhalb der Siedlung braucht es ökologischen Ausgleich. Und da im Kanton St. Gallen ist es ja so, dass der Kanton den NHG-Vollzug praktisch vollständig an Gemeinden delegiert hat. Also da sind die Gemeinden in der Pflicht, ökologischen Ausgleich im Siedlungsraum zu schaffen. Das Gewässerschutzgesetz schreibt vor, dass nicht verschmutztes Abwasser versickert werden soll. Das heisst, man braucht viel Versickerungsfläche, nicht versickerte Flächen, und die Plätze sollten so gestaltet sein, dass sie eben Regenwasser schlucken können, eben Schwamm statt. Auch die Biodiversitätsstrategie vom Kanton St. Gallen sagt, dass man Siedlungsbiodiversität fördern soll. Durch eine verstärkte Wahrnehmung vom Kanton in seiner Vorbildrolle, durch die Förderung von Informationen und Weiterbildungsangeboten und durch die Förderung von der Information von der Bevölkerung über naturnähe Gärten und einheimische Tiere und Pflanzen. Es gibt auch ganz spezifische Geschichten, die Spieren, Mursägler, die wir vorher gesehen haben, um das Fabrikchemie herumzufielen, die brüten an den Gebäuden und die Brutplätze sind geschützt, selbstverständlich während der Brut. Aber die neue Rechtsauslegung kommt eigentlich zum Schluss, dass die Brutplätze eben ganzjährig geschützt sind. So spezifische, immer wieder aufgesuchte Brutplätze sind auch dann geschützt, wenn der Vogel in Afrika ist. Das heisst nicht, dass man jetzt die Energiesanierung nicht durchführen darf, sondern es heisst einfach, dass der Mursägler-Nistplatz muss ersetzt werden, wenn er durch eine Sanierung verloren geht. Das ist jetzt das Merkblatt von der Fachstelle Naturschutz vom Kanton Zürich, wo man im Internet finden kann. Der Link kommt am Schluss vom Referat. Jetzt aber konkret, wer hat denn jetzt welche Aufgaben? Wir haben die Ebene, wir haben den Kanton, die Gemeinde, die Privaten und Vereine. Und ich fange beim Kanton an. Der ist natürlich übergeordnet unterwegs. Der hat mit dem Planungs- und Baugesetz die Grundlage geschaffen, wo dann die Gemeinden die ihre kommunalen Baureglemente darauf aufbauen. Und er ist auch dann am Schalthebel, indem er die kommunalen Baureglemente genehmigen muss. Und eine ganz wichtige Rolle, die er auch schon anfängt zu spielen, ist der Kanton als Eigentümer und als Unterhaltsbetrieb. Als Eigentümer von Kantonen, Schulen, Verwaltungsgebäuden, von Liegenschaften, vielleicht von der kantonalen Pensionskasse, Wohnliegenschaften und so weiter. Da sind natürlich ganz viele Sachen möglich. An der Schnittstelle hockt eigentlich die Gemeinde, würde ich sagen. Die tut als Gesetzgeberin das Baureglement, das kommunale Baureglement und den Zonenplan erlassen. Da ist ganz viel Siedlungsnatur vorgespurt und kann dann eingefordert werden, wenn im Baureglement der entscheidende Spielraum an der Gemeinde gegeben wird. Und natürlich ist auch die Gemeinde als Bauherr und als Eigentümerin von
Freiraumflächen in dieser Vorbildrolle, genau wie der Kanton. In der Biodiversitätsstrategie vom Bund gibt es ein Ziel, die Erarbeitung von Musterreglementen mit Anforderungen zum Schutz der Biodiversität. Und da hat jetzt die Hochschule Rapperswil so eine Sammlung von Musterparagraphen geliefert. Die Konzeptstudie Bausteine für die Integration von Biodiversität in Musterreglemente, die liegt vor, die kann man im Netz abladen. Der Christoph Küffer, Spezialist für Siedlungsnatur, ist der Hauptautor. Den Link könnt ihr da nicht lesen, aber auch der folgt am Schluss. Und dann gibt es natürlich die Privaten, die vielleicht nicht mühen, aber trotzdem sollten, die Initiativen können ergreifen können, die als innovative Bauherren, als Hausherren von siedlungsbewohnenden Tierarten oder als Gartenbesitzer ganz viele Möglichkeiten haben. Und für Teilnehmer von dieser Tagung ist vielleicht das häufig interessant, ist, was kann denn jetzt ein Verein machen? Und da denke ich, da sind das die wichtigen Sachen. Der Verein, der Naturschutzverein, der Quartierverein kann eben Qualität und Quantität einfordern, beim Gemeinderat verlangen, dass da klare Richtlinien erarbeitet werden, dass eben ein Baureglement, das jetzt im Kanton St. Gallen häufig noch in der Überarbeitung steht, ein bisschen zäh überkommt, punkto Siedlungsnatur, in der Naturschutzkommission aktiv mitwirken, dass das passiert. Und dann ist klar, die klassische Rolle der Vereine ist, die Bevölkerung zu sensibilisieren für das Thema mit Exkursionen, mit Kurs, mit Pressemeldungen und so weiter. Und dann, wenn man den Gemeinderat überzeugt hat, braucht es vielleicht im zweiten Umgang dann auch noch die Überzeugung von der Bevölkerung und die kann natürlich dann der Verein am Gemeinderat helfen, sein innovatives Baureglement auch durchzubringen bei der Bevölkerung. Wichtig bei all dem ist, dass man sattelfest ist, dass man sich auskennt, dass man weiß, von was man redet und zwar fachlich wie auch rechtlich Möglichkeiten und den Spielraum kennt. Das wären jetzt eigentlich die Aufgaben gewesen. Wir haben Ziel, wir haben die Aufgaben. Jetzt habe ich vorher noch da meine zwei nachgelagerten Schlagwörter angekündigt und die möchte ich noch rasch erläutern. Weil es einschenkt, sollte man Siedlungsnatur fördern. Das möchte ich einfach anhand von dem Vergleich illustrieren. Jona im Jahr 1900 und im Jahr 2000. Ein unglaubliches Siedlungswachstum, das ist stellvertretend für ganz viele Orte in der Schweiz und es liegt auf der Hand, wenn die Siedlung wächst, dann schwindet die Umgebung von der Siedlung und dann wird halt der Beitrag, wo die Biodiversität, wo an Biodiversität kann geleistet werden innerhalb der Siedlung, wird immer wichtiger. Und es fällt eben Licht, anders als im Wald oder in der Kulturlandschaft, wo man immer oder sehr oft abwägen muss zwischen einem Ertrag, zwischen Lebensmittelproduktion oder Holzertrag und auf der anderen Seite Biodiversität. Meistens geht nicht beides gleichzeitig, sondern wenn man das eine aufschraubt, kommt das andere ein bisschen weniger über. In der Siedlung ist es häufig anders. Wir haben 20-25% Flächen, Freiflächen in der Siedlung, die überhaupt keine besondere Zweckbestimmung haben und wo man ganz leicht kann mit dieser neuen Zweckbestimmung Naturförderung belegen, ohne dass man etwas anderes muss zurücknehmen muss. Und das haben wir gehabt, es ist häufig effektiv ein Kostensparfaktor. Natürlich nicht, wenn man einen asphaltierten Parkplatz aufspitzt, dann kostet es zuerst einmal, aber wenn man in den nächsten Jahren innere Verdichtung machen und ganz viel neu in die Hand nehmen, dann kann man bei Neubauprojekten an Parkplätzen, an Dächer, an Fassaden Siedlungsnatur schaffen, ohne dass es etwas kostet. So, das sind meine drei Linkseiten. Auf die gehe ich nicht im Detail ein, sondern danke für die Aufmerksamkeit und gebe zurück an die Moderation.